Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmieren-Lernen-Serie. So, heute wollen wir uns nochmal mit Multithreading beschäftigen. Noch einmal, ja, und da werden wir auch noch ein bisschen damit uns beschäftigen müssen. Denn Multithreading ist wirklich gar nicht so einfach. Und zwar, wir haben hier das Problem gehabt, dass wir eben diese Nebenläufigkeit haben. Und es gibt ein paar verschiedene Varianten, wie man tatsächlich auch mit Nebenläufigkeit umgehen kann. Zum Beispiel haben wir hier die Möglichkeit über... Ich erinnere euch nochmal ganz kurz daran, es werden Code und Daten und Dateien geteilt. Das heißt, globale Variablen sind für beide Threads gleich. Das heißt, wenn ich irgendwie eine globale Variable habe, also zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben noch irgendwo eine andere Klasse, oder wir brauchen eigentlich keine Klasse, wir haben einfach irgendwelche Variablen hier, die, sagen wir mal, static wäre das Schlüsselwort, was ihr in einer Klasse benutzt. Oder wir haben es einfach in unserem Hauptcode drin und haben jetzt hier einfach ein int i. So, und nicht i vielleicht, sondern a, nennen wir es a. Und wenn ich jetzt hier drin einfach sage, okay, ich mache irgendwas mit dem a, zum Beispiel a plus oder a plus gleich i oder sowas, wenn ich irgendwie die Summe berechnen möchte, dann ist das eine sogenannte atomare Operation. Atomare Operationen sind tatsächlich geschützt. Das heißt, während das passiert, wird mein Thread definitiv nicht unterbrochen. Und das ist natürlich was ganz Besonderes. Es gibt ein paar von diesen atomaren Operationen. Und da müsst ihr mir jetzt kurz zuhören, während ich euch die sozusagen vorbete. Das sind diese geschützten Operationen, die ich machen darf, ohne dass ich irgendwie ein Problem damit bekomme. Das heißt, generell, es gilt nicht nur für atomare, also für globale Variablen, sondern generell für alle Variablen, die ich mir irgendwo anlege. Ich kann natürlich auch hier int a plus gleich i schreiben. Also immer, wenn ich nur irgendwas ersetze bzw. lese, also wenn ich auch schreibe int a gleich b oder so, wenn ich irgendwo anders ein b habe, lesen oder ersetzen, das heißt a plus gleich wäre, ersetzen, das sind auch geschützte Operationen und die sind, wie gesagt, auch atomar dann. Dann, wenn ich irgendwie eine Liste oder ein Array habe, je nach Sprache, in Python sind es Listen, in Java zum Beispiel Arrays, in C sind es Arrays, eigentlich sind es meistens Arrays. Also das heißt, ich habe hier zum Beispiel ein Int-Array, ASCF, keine Ahnung, ist gleich... Brauchen wir eigentlich jetzt nicht. Einfach nur so zum Beispiel jetzt hier. Dann, wenn wir hier sagen, int a gleich asdf von i oder sowas, dann ist es auch eine geschützte Operation. Also ein Item aus einer Liste bzw. aus einem Array lesen ist auch eine geschützte Operation. Während das passiert, werdet ihr auf keinen Fall unterbrochen. Hier könnt ihr unterbrochen werden. Hier oben könnt ihr auch unterbrochen werden, aber nicht währenddessen. Dann zum Beispiel haben wir Operationen wie ein Element an eine Liste anhängen. Jetzt spreche ich tatsächlich von Listen in Python. Zum Beispiel mit Arrays geht das natürlich nicht. Ich kann an Arrays keine Elemente anhängen, zumindest normalerweise kann ich es nicht. Und dann sind es, wenn es keine normalen Arrays sind, sind sie auch nicht mehr unbedingt geschützt. Also speziell jetzt für Listen, wenn ich jetzt hier irgendwie eine Liste habe, dann schreibe ich einfach mal kurz so hin, damit wir auch wissen, dass ich von was anderem rede, dann sowas machen wie asdf.append i. So, und das ist jetzt natürlich sehr, sehr geil, oder ja doch, so eigentlich, das ist jetzt sehr, sehr geil, denn ich kann einfach hier mein i hinten dranhängen und dann kann ich das nachher wieder weiter benutzen. Das heißt, diese Operation ist auch gelöscht. Und selbes gilt natürlich auch für Dictionaries oder sowas. Also für all diese primitiven Datentypen, die wirklich schon in der Sprache drin sind. Diese Operationen sind geschützt. Das heißt, während die ausgeführt werden, kann das Programm oder kann der Thread nicht pausiert werden. Auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ASDF von i ist gleich 42 oder sowas, dann ist das auch eine atomare Operation. Beachtet, vorne dran oder hinten dran kann man immer unterbrochen werden, aber nicht währenddessen. Print ist hingegen keine geschützte Operation, das habe ich euch schon das letzte Mal erzählt. Es kann passieren, dass wir hier diesen Fall bekommen, was natürlich nicht so geil ist, aber es kann durchaus vorkommen. Und ja, das sieht man eben, Print, okay, ist eigentlich
eine Ausgabe an die Konsole, beziehungsweise eine Ausgabe an Standard-Output. Und ja, da kann man nichts dran machen, das ist halt leider nicht atomar. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten und die möchte ich euch dann nächstes Mal zeigen. Bis dahin merkt euch einfach, es gibt sogenannte atomare Operationen und die benutzen immer irgendwie einen atomaren oder einen primitiven Datentyp, also was, was von der Sprache schon tatsächlich eingebaut ist, nichts, was über eine Klasse entstanden ist und ja, die sind dann eben geschützt. Gut, das war's von meiner Seite, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!